Du bist? Großwantje Kohlhoff. Und du hast? Die Rolle der Mona gespielt im Film Schlaf. Meine größten Albträume sind? Öffentliche Demütigung. Schlaf bedeutet mir? Sehr viel, weil ich phasenweise sehr wenig davon kriege. Monas größte Stärke in dem Film ist das? Monas größte Stärke ist ihre Selbstständigkeit. Die größte Angst hat sie davor? Monas größte Angst ist, irgendwas Dunkles in sich zu haben, wovon sie noch nicht ganz genau weiß, was es heißt. Träume und Realität verschwimmen, wenn? Wenn man zu viel getrunken hat oder wenn man noch nicht richtig wach ist, aber nicht mehr schläft. In Abgründe zu sehen heißt? Steine umzudrehen. Man weiß noch nicht genau, was für Getier darunter ist, aber man muss es sich trotzdem mal anschauen. Der gruseligste Moment beim Dreh war ein? Die Location, wenn man da alleine von A nach B gelaufen ist, weil es tatsächlich leer gestanden ist. Also weniger der behauptete Horror im Film und mehr der reale Horror von so verlassenen Orten. Einsame Waldhotels geben mir das Gefühl, dass ich sonst zu viel mache und mit zu vielen Menschen in Kontakt bin. Mutig sein bedeutet für mich, Angst haben. Dorfidylle täuscht, weil? Weil das es nicht gibt, glaube ich. Es gibt keine Dorfidylle. Ich glaube, die Leute sind genauso Menschen wie in allen anderen Städten auch. Den Film sollte man sehen. Weil es ein starker Film geworden ist. Okay. Alter. Das ist aber wirklich toll. Das ist toll. Genau.